ist der? Planung und Vorbereitung. Motivation und Inspiration. Offizier auf Weltreise. This is my story. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Offizier auf Weltreise. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, auf unserer Reise ist so sehr viel Schönes passiert. Wir haben sehr viel gesehen, wir haben sehr viel erlebt, viele tolle Leute kennengelernt. Es war wirklich bisher ein absoluter Traum. Und dann kam dieser Moment. Melissa geht's auf einmal nicht so gut und wir denken, naja, wir wurden beide mal krank, es ist vielleicht ein Fieber. Es war Fieber, aber kein gewöhnliches Fieber, sondern Dengue-Fieber. Und vielleicht kennst du diese Krankheit, vielleicht hast du dich damit auch schon mal beschäftigt oder warst im tropischen Bereich, das ist auch in Deutschland genannt die Knochenbrecherkrankheit. Und Melissa ging es überhaupt nicht gut. Wir haben also viel Zeit im Krankenhaus verbracht. Das war keine tolle Zeit. Ich bin immer mitgegangen, habe dort auch übernachtet in mehr oder weniger schlechter Qualität, also auf so einer Couch. Ich meine, ich war froh, dass ich da noch übernachten konnte und bei ihr sein konnte, aber das war keine tolle Zeit. Und wir haben in dieser Zeit natürlich auch keine Aufnahmen gemacht, weil das sind private Sachen. Ich hoffe, ich bitte da um dein Verständnis, bin mir aber sicher, dass du da sowieso nicht viel Spaß dann gehabt hättest. Sei dir nur sicher, wenn du eine Weltreise machst, wenn du vor allem die tropischen Gebiete alle abklappern willst, dass Dengue ein Thema sein wird. Und sei da gewahr, falls du das abbekommst, dass du in guten Händen bist, in einem guten Krankenhaus. Wir wollten noch eine krasse Tour machen auf den Philippinen, also wir wollten noch auf andere Inseln, wir wollten noch mit dem Schiff reisen. Und im Endeffekt sind wir froh, dass wir es nicht gemacht haben, sondern nur auf Bohol geblieben sind, weil sonst wären die medizinischen Möglichkeiten überhaupt nicht so gut gewesen, wie wir sie eben hatten. Gute Nachricht, mittlerweile gibt's Impfstoff gegen Dengue. Also wenn du in diese Gebiete mal reisen willst und dich am Meer aufhalten willst, und ich bin mir sicher, das wirst du, dann lass dich vorher auf jeden Fall gegen Dengue impfen, sonst ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du dich hier auch infizierst und der Verlauf genauso schlimm wie bei Melissa war. Und es waren wirklich 6 oder 7 Tage am Tropf, nur geschlafen, K.O., Ausschlag, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen. Das ist wirklich kein Zuckerschlecken gewesen. In diesem Video siehst du aber, wie so der 7. Tag dann allmählich ist und wie wir ziemlich coole Amerikaner kennengelernt haben, die uns dann auch eingeladen haben, mit ihrem Auto mitzufahren und ein bisschen Sightseeing wieder zu betreiben. Wir sind also zu den Chocolate Hills gefahren. Das waren wirklich beeindruckende Hügellandschaften, die wirklich sehr, sehr schön anzuschauen ist. Das erwartet dich in diesem Video. Und wir waren bei diesen, wie du am Anfang gesehen hast, bei diesen kleinen Äffchen, die riesen Augen haben und zuckersüß sind. Und die siehst du auch nochmal im Genauen in diesem Video, und dabei wünsche ich dir wie immer viel Spaß. Sonst noch so aussehen außerhalb von Krankenhäusern. Aber jetzt sind wir erstmal froh, dass wir raus sind, gell? Yes. Ja! So, auf den Philippinen. Schön eingedeutscht hier. Schöne Bar. Und schön deutscher Schlager. Jawohl. Ja.
So, die mobile Reiseapotheke ist hier unterwegs. Wir sind jetzt auf dem Weg zum 7-Eleven. Dort gibt es Gatorade und Yakult. Das kann man bei Denguefieber, also die Nachwehen vom Denguefieber, kann man das auch statt Medikamente nehmen. Viele Elektrolyte. Ja. Und das werde ich jetzt holen. Start game. Time attack. Yeah, let's do time attack. Nach 3 Tagen im Bungalow, oder? 4 Tagen. Sind wir jetzt mal wieder unterwegs. Wir haben eine amerikanische Familie getroffen, oder die sind zu uns in die Anlage gekommen und haben uns gefragt, ob wir mit zu den Chocolate Hills fahren wollen. Also ich habe mit dem Rocky, das ist, den sehen wir später noch, mit dem ein bisschen Sport gemacht und wir haben uns direkt connected, ein bisschen gequatscht. Er hat mir auch direkt ein Bier hier ausgegeben, also 2, direkt um 12 Uhr. Ja, aber das ist ganz cool. Wir fahren jetzt zu den Chocolate Hills und werden da einen coolen Tag haben, denke ich. Und so sind wir froh, dass wir mal wieder rauskommen. Mir geht's auch was besser, kein Kribbeln mehr. Und ich bin auch ganz froh, mal wieder rauszukommen aus der Anlage. Und die Chocolate Hills, da wollten wir eh hinfahren, also let's go! Get him tired so they sleep early. Chocolate Hills, coole Aussicht, oder? Ja. Ich frage mich, wie die entstanden sind. So, das google ich nochmal. Where are we going now, baby? I don't know. That's a good place. I love it. I love the place. I don't know. Und jetzt? Was essen wir denn jetzt? Was? Fish snuller.